Wir sprechen heute über die Transformation in der internationalen Bankenbranche und bei mir im Studio ist heute Beat Wittmann. Er ist Gründer und Chairman von Porta Advisor. Guten Tag, Herr Wittmann. Ich erinnere mich, Sie waren schon vor einigen Jahren besonders bullish, wie man so schön sagt, auf Bankaktien in Europa. Lagen Sie damit immer richtig? Natürlich nicht immer, aber grundsätzlich schon. Aber es geht langsamer, als ich erwartet habe. Der Tiefpunkt war etwa vor 3 Jahren. Jetzt sind wir wieder ein bisschen back to square one, wie man so sagt. Warum lagen Sie richtig? Lag richtig im Grunde, dass nach der 2008er-Krise viele Investoren effektiv gedacht haben, dass wir einen Systemzusammenbruch erleben würden. Und in Europa hatten wir dann jedes Jahr wieder so ein Aufflackern. Ich erinnere an die Griechenland-Krise. Ich war immer zutiefst davon überzeugt, dass dies nicht geschieht und dass die zuständigen Behörden, sprich vor allem die Zentralbank, das Nötige tut, um das zu verhindern. Damit lagen wir absolut richtig. Aber die Banken, die haben nur sehr langsam transformiert, vor allem auch, weil die Europäische Bankenunion zwar nach Plan vorwärts geht, aber natürlich wir noch nicht im Implementierungsstadium sind. Jetzt sind ja mittlerweile auch andere Finanzinstitute auf die Banktitel aufmerksam geworden. Zahlreiche Häuser empfehlen X Banken im europäischen Raum. Machen Sie einen Unterschied zwischen Banken im kerneuropäischen Raum und Peripheriebanken? Eigentlich nicht. Ich denke, es gibt 2 Ansätze, um zu investieren in Banken. Der eine ist einfach, ein Engagement zu haben gegenüber dem Sektor. Und dann kauft man am besten einen ETF. Und ich bleibe nach wie vor sehr, sehr positiv, weil der Buchwert dieser Banken, die Systemrelevanz sind, der ist irgendwie bei 0,7 und der wird sich verdoppeln die nächsten 2-3 Jahre. Davon bleibe ich überzeugt. Das zweite ist, dass man Einzeltransaktionen macht. Aber da braucht man profundes Wissen. Das kann man dann bei Großtiteln machen, bei kleinen Titeln machen etc. Aber ich sage einfach, da braucht man einen industriellen Ansatz und die Expertise im Finanzsektor. Und das ist eigentlich für den durchschnittlichen, auch institutionellen Anleger nicht gegeben. Ich möchte doch noch nachfassen bei den Peripherieländern in Europa. Ich weiß, Sie reisen auch häufig nach Spanien. Spanien wurde von der Finanzkrise massiv heimgesucht. Wie ist die Situation jetzt dort? Es ist oft so, dass die Banken, die in der 2008-2009-Krise besonders gelitten haben, vor allem in der Peripherie, aber ich erinnere auch an den Fall UBS, dann eigentlich schneller rehabilitiert wurden und schneller das Richtige getan haben und heute deutlich besser aufgestellt sind, als die in der Krise eigentlich so relativ gut durchkamen und dann gemeint haben, ja, wir machen so weiter wie bisher. Deshalb ist das nicht so nach geografischen Kriterien, sondern eher so nach Subsektor oder nach Einzelfall zu beurteilen. Jetzt die Veränderung oder diese viel zitierte Transformation in der Bankenbranche ist nicht nur auf die Finanzkrise zurückzuführen. Ein anderer Faktor, nämlich die Technologie, spielt da auch noch eine riesige Rolle hinein. Fintech ist so ein Schlagwort, das da jetzt häufig zur Sprache kommt. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Was bedeutet das für die Banken? Gut, es bedeutet einerseits einen Transformationsprozess, aber nicht immer, weil viele Finanzdienstleistungen können und werden eigentlich von anderen Sektoren wahrgenommen werden als von Banken. Ich denke im Prinzip, dass die Finanzindustrie durch die gleiche Industrialisierungsphase durchgeht wie die Automobilindustrie vor 20 Jahren, wo die Fertigungstiefe vielleicht 80% war und am Schluss ist sie dann eben 20. Das geschieht in der Finanzindustrie auch einerseits, weil die technologischen Möglichkeiten vorhanden sind, andererseits, weil wir ultratiefe Zinsen haben, was die Ertragssituation dramatisiert selbstverständlich. Und das Dritte ist, dass die Regulierungswerke erst langsam greifen und über die nächsten 2-3 Jahre greifen und eine nachhaltige Veränderung von Geschäftsmodellen und Strategien zur Folge haben. Jetzt würde es mich natürlich brennend interessieren, was das für Auswirkungen für die Schweizer Finanzbranche hat mit ihrer großen historischen Entwicklung. Wo stehen wir da? Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer in diesem? Gut.
Ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, dass alle entscheidenden Einflussfaktoren für die Schweizer Finanzindustrie, die wir angesprochen haben, Technologie, Zinsen, Regulierung, sind internationaler Natur, egal ob wir das möchten oder nicht. Und an dem wird sich auch die Schweizer Finanzindustrie ausrichten. Ein zusätzlicher Faktor ist natürlich der Wegfall des Bankgeheimnisses, der auf viele Geschäftsmodelle und Strategien auch einen nachhaltigen Eindruck hat. Und es ist ganz klar, Gewinner werden die sein, die diese Tendenzen zur Kenntnis nehmen und auf die positiv agieren. Ja? Und die Verlierer werden die sein, die einfach nur von der Substanz zehren, bis keine Substanz mehr vorhanden ist. Und die Schweiz hat gute Standortvorteile für die, die sie nutzen und die Einschränkungen aktiv und positiv angehen. Wo sehen Sie den Finanzplatz Schweiz in 5 Jahren? Ich sehe den Finanzplatz Schweiz in 5 Jahren eigentlich gesünder als heute, aber sicher mit deutlich weniger Beschäftigten. Und das ist selbstverständlich auch die Tatsache im internationalen Kontext. Die europäische Bankenindustrie hat etwa 100.000 Stellen abgebaut dieses Jahr. Ich sehe nicht, dass das weniger sein sollten im neuen Jahr. Und viele Aktivitäten werden nicht einmal mit Offshoring gelöst, sondern effektiv über technologische Lösungen gelöst. Aber der Finanzplatz wird besser, gesünder, aber anders dastehen in 5 Jahren. Vielen Dank für das Gespräch. Wir können also gespannt sein, was in den nächsten Jahren alles auf uns und auf die Finanzbranche zukommt. Das war FinNews TV in Kooperation mit Dukas Copy TV. Ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Vielen Dank und auf Wiedersehen.